Radfahrer bei Unfall schwer verletzt. Beim Versuch, die Bocholter Straße zwischen Bocholt und Rehde zu überqueren, übersah am frühen Mittwochabend ein Radfahrer eine Autofahrerin aus Hamminkeln. Die 55-jährige Autofahrerin war gerade unterwegs auf der alten B67 in Richtung Rehde. In Höhe Koppelmannsweg ist plötzlich unvermittelt von rechts ein E-Bike-Fahrer über die Fahrbahn gequert, ohne auf sie zu achten. Im Mittelpunkt der Fahrbahn kam es ungefähr zum Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Pkw. Der Fahrradfahrer ist dabei zu Boden gestürzt und hat sich schwere Kopfverletzungen zugezogen. So schwer, dass der herbeigeeilte Notarzt sofort einen Rettungshubschrauber anforderte, der kurz darauf auf der abgesperrten Fahrbahn landete. Nachdem die Ärzte den lebensgefährlich verletzten Mann stabilisiert hatten, flog ihn der Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik. Wer der ältere E-Bike-Fahrer war, konnte die Polizei zunächst noch nicht sagen, da der Mann keine Papiere mit sich führte. Während des Rettungseinsatzes war die Bocholter Straße in beiden Richtungen über mehrere Stunden gesperrt.